Servus, Leute. Ja, dass hier die Genossen Productions haben es schon ausgerufen und da will ich natürlich auch teilnehmen und mitmachen, nämlich das Gemeinsam gegen Hater Projekt, wie auch immer. Und ja, das ist ein bisschen eine ernstere Sache, denn wahrscheinlich kennt jeder von euch Hater oder zumindest diejenigen, die einigermaßen öfter YouTube-Videos hochladen. Das habe ich übrigens auch, denn man kennt das, man gibt sich beim Video richtig viel Mühe, guckt es nochmal an, so ja, passt alles, okay, ja, alles in Ordnung, lädt es hoch und dann sieht man schon Daumen nach unten. Warum bloß? Ja, das ist die Aktion eines Haters, der einfach mal grundlos Daumen nach unten gibt, obwohl er gar nicht weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt, hinter so solchen Videos, zumindest bei den meisten. Und dann denkt er sich so, hö, bin ich mal lustig, gebe ich mal Daumen nach unten. Und tja, das ist für mich überhaupt nicht zum Lachen. Denn ich hatte auch schon so meinen Kontakt mit Hatern. Zum Beispiel bei meinen Killer Instinct Videos, da habe ich auch mehrmals Daumen nach unten bekommen. Und da denke ich mir, warum bloß? Ich gebe mir hier Mühe, mache hier No-Death-Runs, die ohnehin schon schwer genug sind, da die Konzentration und alles zu behalten. Dann gelingt mir mal so ein No-Death-Run und dann bekomme ich gleich einen Daumen nach unten. Ich meine, was soll das? Und auf meinem Partner, also auf unserem Partnerkanal, dem Zockersofa, da ist dasselbe. Zum Beispiel, also da habe ich Halo 2 aufgenommen, einen No-Death-Run im Normalmodus. Und glaubt mir, Leute, das ist gar nicht mal so einfach. Denn wenn ich da einmal sterbe, dann mache ich die gesamte Level von 9 und dann gelingt es mir. Okay, lade das Video hoch, alles super. Auf einmal Daumen nach unten von einem Hater, höchstwahrscheinlich, der alle meine Halo 2 Videos Daumen nach unten gibt. Und ich frage mich bloß, wieso? Da ich meine, hallo, das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Ich meine, gut, wenn ihm die Videos nicht gefallen, dann braucht er sie nicht anzugucken, aber einfach nur so Daumen nach unten, ich meine. Nach, lassen wir es einfach, da kann man noch stundenlang drüber streiten. Jedenfalls meine Meinung zu Hatern. Ich finde sie nicht besonders intelligent, denn wenn ihnen ein Video nicht gefällt, dann soll man dieses Video einfach nicht gucken und nicht einfach so grundlos Daumen nach unten geben. Das ist nur unnütz, das macht nur denjenigen, der das Video gemacht hat, macht ihn nur wütend und traurig und frustrierend und was weiß ich. Also ihr merkt schon, da bin ich, sorry Leute, ihr merkt schon, da bin ich ein kleines bisschen aufgewühlt, weil das stört mich natürlich auch, denn ich gebe niemals einem Video grundlos einen Daumen nach unten, beziehungsweise ich habe, glaube ich, generell noch nie einem Video einen Daumen nach unten gegeben, denn wenn es mir nicht gefällt, dann gucke ich es mir einfach nicht an. Punkt. Aber grundlos einem Video Daumen nach unten geben, das mache ich nicht. Das ist nicht die Art des Onkel Wolfs. Aber nun gut, was wir das jetzt über Hater kann man ja noch stundenlang erzählen. Aber Fakt ist, Hater sind einfach nur Scheiße, weil wenn ihnen ein Video nicht gefällt, dann sollen sie es nicht gucken und nicht Daumen nach unten geben. Ja, so viel dazu. Ich meine, ja gut, ich werde jetzt dieses Thema hier beenden. Ansonsten rege ich mich nur noch, sorry, ansonsten rege ich mich nur noch mehr darüber auf. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so über Hater denkt und ob ihr schon Erfahrungen damit hattet. Und ihr könnt ja mal auch auf das Video von den Genossen Productions gehen. Ich werde den Link zum Video natürlich im Kanal, nicht im Kanal, in der Videobeschreibung werde ich natürlich auch reinpacken. Dann könnt ihr euch das alles genauer angucken. Und vielleicht wollt ihr ja auch mitmachen, denn diese Gemeinsam gegen Hater-Aktion, die ist schon eine ganz gute Sache. Um genauer zu sein, ich finde das nicht so gut, was die Hater machen, aber naja, lassen wir das einfach mal. Auf jeden Fall, diejenigen, die meine Videos nicht haten, also die Abonnenten, die Zuschauer, wie auch immer, ich hoffe, ihr habt natürlich auch weiterhin einen Spaß, denn genau das sollen ja auch meine Videos vermitteln. Und auch an die Hater, ich hoffe, ihr habt wenigstens auch Spaß. Das muss man auch mal den Hatern Spaß wünschen. Nicht einfach nur so grundlos Daumen nach unten. Ah, nun gut, lassen wir es. Das war mein Gemeinsam gegen Hater-Video für Genossen Productions. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt noch viel Spaß bei meinen anderen Videos. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch!